Mit einer neuen Besucherattraktion lockte der Bernburger Tiergarten am Sonntag, dem 4. September, viele große und kleine Besucher zum traditionellen Tierparkfest. Denn diesmal standen nicht nur die vielen exotischen Tiere im Mittelpunkt. Besonders für die Kinder war die Eröffnung des neuen Spielplatzes der Höhepunkt an diesem Tag. Auf den neuen Spielgeräten wie Rutschen, Schaukeln, Wippen und Kletternetzen können sich die Kleinen nun richtig austoben. Ja, wir hoffen, dass es den Tiergarten noch sehr, sehr lange geben wird. Als nächstes haben wir vor, ein Ponygehege neu zu bauen. Dann soll ein Gehege für Erdmännchen dazukommen und vielleicht noch das eine oder andere später. Doch der neue Spielplatz war nicht die einzige Attraktion zum diesjährigen Tierparkfest. Mit einem bunten Programm wurde für ein abwechslungsreiches Fest gesorgt und nicht zuletzt das sonnige Wetter bescherte den Besuchern einen der letzten Sommertage des Jahres. Den Auftakt machte der Märchenexpress von Wolfgang Witte aus Gera. Er stellte den Kindern Märchen vor, die diese dann erraten sollten. Anschließend zogte der Musikclown Risi Bisi mit seinem Liedtheaterprogramm und die Tierschule von Michael und Matthias Busenius aus Halberstadt für gute Stimmung. Ja, wir sind ganz zufrieden. Es ist heute ziemlich warm und spürwarm, könnte man sagen. So gesehen haben sich doch eine ganze Menge Besucher zu uns verirrt. Es dürfen natürlich gerne noch mehr werden, aber wir sind nicht unzufrieden. Wir haben ansonsten auch noch eine Kindereisenbahn hier. Es gibt Kinderschminken, Luftballon modellieren und eine Kuh zu melken. Die Programmpausen nutzen die Besucher, um sich die rund 1000 Tiere des Bernburger Tiergartens anzuschauen. 125 Wildtierarten und Haustierrassen, darunter zahlreiche bedrohte und selten gehaltene Tiere, beherbergt der Bernburger Tiergarten, der zu den schönsten in Sachsen-Anhalt zählt. Täglich von 9 bis 18 Uhr sind alle Besucher aufs recht herzlichste eingeladen, sich die Tiere anzuschauen.